Moin, ihr Landratten, und herzlich willkommen zu Kasis schneller Nummer. Es haben ja viele nach meiner Handyhalterung gefragt, und das will ich euch jetzt ganz gerne mal eben zeigen, wie ich meine Lösung gefunden habe. Und ja, das gucken wir uns mal eben auf die Schnelle an, und ich zeige euch, wie ich es gemacht habe. Also dranbleiben und aufgepasst. Ja, allerdings sage ich euch gleich, dass natürlich bei meiner Lösung das Handy nur im Hochformat in die Halterung passt. Ihr könnt es also nicht drehen. Das nur mal vorweg. Ja, ich habe es bei mir im Endeffekt ganz einfach gemacht. Und zwar, ich habe von der Handyhalterung hinten das Kugelgelenk losgeschraubt und eigentlich nur praktisch die vorgefertigten Löcher in das Plastik hier gebohrt von der Abdeckung. Und habe einfach hinten die Schrauben durchgejagt. Und das Ganze hält bombenfest. Ich bin damit jetzt schon über 4000 Kilometer gefahren, ohne dass was passiert ist. Und so einfach ist das Ganze. Als kleinen Tipp gebe ich euch noch mit, wenn ihr das Plastik vorbohrt, weil das natürlich von der Form her so ist, dass euch das beim Bohren wegrutscht. Wenn ihr habt, zeichnet euch einmal kurz die Löcher an. Und macht euch eine Schraube etwas heiß mit einem Feuerzeug oder so und geht ganz vorsichtig ins Plastik rein, sodass, wenn ihr dann bohrt, praktisch mit dem Bohrer nicht mehr abrutschen könnt. Ja, und da ich bei mir an der Seite noch das Kabel durchführe, um mein Handy zu laden, habe ich mir hier noch eine kleine Aussparung gemacht. Ganz einfach mit einer kleinen Säge. Könnt ihr aber auch mit einem Teppichmesser machen, wenn ihr das vorsichtig macht. Und da kann ich dann praktisch mein Ladekabel durchführen, was dann unten zum Handy geht. Ja, ihr Lieben, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Die Handyhalterung habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Kasi. Ciao, ciao.